Um magische Asche herzustellen, verwende ich ausschließlich Kräuter des letzten Jahres, also rund um die Sonnenwende und bis Marbon gesammelte Kräuter, die ich nicht verwendet habe und die dann gut durchgetrocknet sind und dann in einem sehr heißen Feuer verbrannt werden. Kein Brandbeschleuniger, nichts bitte verwenden, weil es soll reine Kräuterasche werden, wo kein Holz und nichts reinkommt. Ihr verwendet bitte eine große feuerfeste Schale. Wie ihr sehen könnt, brennen Kräuter sehr stark und heiß ab. Bevor ich meine Kräuterbuschen in die Schale tue, segne ich alles nochmal und male die Schale noch unten mit einer Sigille mit Kreide an. Das zeige ich aber hier nicht, weil das schon sehr persönlich ist. Mein Wandlungsspruch, den gebe ich euch gerne hier preis. Der heißt nämlich: Pflanzen entsinnt euch der Kraft, die sich mit dem Feuer entfacht, mit dem Segen der Götter und Ahnen und mit der Macht der Nornen und Wahnen. Gewandelt seien zur Asche die Pflanzen nun, um Magie und Zauber mit mir zu tun. Den sage dreimal und puste danach dreimal in die Glut der Asche hinein. Und dann kannst du die Kräuterasche nutzen.